Es ist kein Zufall, dass Kasan zu den beliebtesten Reisezielen in Russland gehört, gleich nach St. Petersburg und Moskau. Nur eine knappe Flugstunde von der Hauptstadt entfernt taucht man hier in eine komplett andere Welt ein. Geschichte und Gegenwart, Islam und Christentum, Europa und Asien liegen hier ganz nah und friedlich beieinander. Auf friedliche und gute Stimmung hofft man hier auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft, für die extra die Kasan-Arena neu erbaut wurde. Nicht nur in Moskau, auch in Kasan gibt es eine Festung, die Kreml genannt wird. Sie wurde im 16. Jahrhundert von Iwan dem Schrecklichen erobert und umgebaut. Seit 2000 gehört die Zitadelle zum UNESCO-Weltkulturerbe. Jana Nagovicina führt Besucher durch die Anlage. Das Einmalige an unserem Kreml ist, dass hier die orthodoxe Maria-Verkündigungskathedrale und die Kul-Scharif-Moschee nebeneinander liegen und man beide besuchen kann, unabhängig von der eigenen Religion. Die zweitgrößte Moschee Russlands wurde 2005 eingeweiht und nach dem tatarischen Gelehrten Kul-Scharif benannt. Der letzte Imam von Kasan fiel 1552 bei der Eroberung durch russische Truppen. Die Moschee ist eine späte Wiedergutmachung. Tatarstan ist reich, die autonome Republik besitzt Öl und eine große Erfahrung darin, wie man trotz der oft brutalen Vergangenheit inzwischen friedlich miteinander lebt. Heute wohnen in Kasan genauso viele Tataren wie Russen, jede vierte Ehe ist interkulturell. Geschichte liegt hier überall in der Luft. Von diesem schiefen Turm, der manchmal mit dem von Pisa verglichen wird, soll sich Suyum Buike gestürzt haben. So wollte die letzte Kasaner Herrscherin der Legende nach der Heirat mit dem ungeliebten russischen Zaren entgehen. Natürlich ist es eine Legende, wobei Suyum Buike eine reale historische Persönlichkeit war, die in unserer Stadt im 16. Jahrhundert lebte und als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit galt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich Kasan stark verändert. Neben alten Prachtbauten gibt es neue, wie den Palast der Ackerbauern, Sitz des Landwirtschaftsministeriums. Der Baum aus Bronze in seinem Zentrum steht für Fruchtbarkeit und Wohlstand. Der Bulak-Kanal trennt die historische Innenstadt in zwei Teile, den ehemals russischen und den tatarischen. Im alten tatarischen Viertel scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Bunte Holzhäuser prägen die Straßen. Die Besonderheiten der tatarischen Kultur und Sprache zu erhalten, ist das Anliegen des Historikers Rustem Mullagaliyev. Wir geben uns viel Mühe, das historische Erbe zu erhalten. Ich denke, es hängt von uns, von meiner Generation ab, welche Sprache unsere Kinder und Enkelkinder sprechen werden, was sie denken und woran sie glauben werden. Auf den Straßen hört man einen Mix aus Russisch und Tatarisch. Doch das Fastfood entspricht der tatarischen Tradition. Statt Hamburger gibt es hier einen Küstebi. In den Souvenirläden der Innenstadt ist die nahende Fußball-Weltmeisterschaft nicht zu übersehen. Im Fußballfieber ist Kasan aber nicht, eher in einer Art ruhiger Vorfreude auf die Gäste. Für die Stadt ist es toll, sie entwickelt sich dadurch. Zu uns kommen so viele Menschen. Kasan hat sich sehr verwandelt. Es ist toll. Ich freue mich sehr auf die WM. Die Stadt bereitet sich vor, sie wird herausgeputzt. Die Menschen geben sich wirklich jede Mühe, ein echtes Fest für die Gäste zu organisieren. Der Markt von Kasan. Neben Obst und Gemüse sieht man hier auch Ungewöhnliches, wie Kumüs. Eine Art Kefir aus Stutenmilch. Oder auch Pferdefleisch. Wir Tataren lieben Pferdefleisch. Daraus werden alle typischen Nationalgerichte gekocht, etwa Etchporchmak oder Basturma. All meine Stammkunden kommen hierher und wollen unbedingt Pferdefleisch haben. Trotz einer Millionenbevölkerung geht es in Kasan eher gemütlich zu. Zumindest bis hier der Fußball rollt.